Wir berichten über die Mozart-Konzertreihe in Tianjin, die Buchmessen in Wien und Beijing und machen einen Rückblick auf das Jubiläumsjahr der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Österreich vor 50 Jahren. China ist gerne bereit, sich mit Österreich gemeinsam anzustrengen, die freundschaftliche, strategische Partnerschaft zum Wohle unserer beiden Bevölkerungen auszubauen und zu vertiefen. Herzlich willkommen zu Treffpunkt China-Österreich. Das Konservatorium in Tianjin zählt zu den bedeutendsten Musikausbildungsstätten Chinas. Die Pianistin Claudia Yan, die in Wien Musik studiert hat, unterrichtet dort Klavier. Sie hat mit Studierenden eine Konzertreihe mit Mozart-Sonaten und Variationen veranstaltet. Claudia Yan lehrt am Musikkonservatorium in Tianjin. Sie hatte die Mozart-Konzertreihe in Salzburg geplant, die durch die Pandemie nicht realisiert werden konnte. Also verlegte Claudia Yan sie in den Konzertsaal des Konservatoriums. 32 ausgezeichnete Studierende spielten dort die kompletten Klaviersonaten und Variationen von Wolfgang Amadeus Mozart. Seine Musik soll den Studierenden ans Herz wachsen, wünscht sich Claudia Yan. Unser Ziel ist, dass sich alle jungen Pianistinnen und Pianisten des Konservatoriums in Mozarts Musik verlieben. Die jungen Pianistinnen und Pianisten haben von den Konzerten profitiert. Laut Claudia Yan haben sie sich durch das Üben verbessert und durch die Aufführungen perfektioniert. Technisch müssen wir als Pianisten akribisch sein und nach Perfektion streben. Am wichtigsten aber ist, wir müssen Mozarts Musik mit einem aufrichtigen, reinen und frohen Herzen spielen. Mozarts Leben war sehr hart, aber er hat der ganzen Menschheit durch seine Musik immer Herrlichkeit, Liebe und Wärme gebracht.